Was geht, Leute? Mein Name ist Iron Fox und willkommen zurück zum Ödland in Fallout 4 in VR. Wir hatten letztes Mal ein paar Probleme, Bugs, und ich muss euch leider enttäuschen. Maxwell World wird es jetzt erstmal nicht weitergeben. Wir gehen wieder zurück ins Ödland zu unserer wohlbekannten Stätte und hoffen, dass wir irgendwann mal wieder reinkommen. Aber es gibt noch so viele Abenteuer und die schauen wir uns jetzt an. Nach mir tut jetzt was, bis gleich. Es regnet. Trauer bricht über das Ödland. Denn, wie gesagt, geht's nicht mehr weiter mit Maxwell's World. Eigentlich würde hier jetzt die Leiter zu der besagten Mod sich befinden, aber die ist weg. Die ist einfach weg. Wahrscheinlich ist der Standort gewechselt worden nach einem Update. Weil mir ist aufgefallen, die Bugs könnten die Ursache sein, dass meine Version viel zu veraltet war. Ich habe es jetzt auf die aktuellste Version von Maxwell's World geupgradet, aber dies führte zur Folge, dass eben halt ich gar nicht mehr in das Save Point komme und dass halt der Startpunkt weg ist. Nichtsdestotrotz geht's weiter. Die Trauer wird wahrscheinlich nicht lange anhalten. Oh Mann, Ghost. Ghost ist wieder da. Ja. Wir werden dann einfach weiter folgen. Und zwar würde ich sagen, machen wir weiter mit General Ward, den wir hier antreffen. In Deathclaw Valley. Genau, direkt hinter uns. Und da gehen wir jetzt hin. Deathclaw Valley. Zusammen mit unseren Companions Ghost, Brutus und den Namen habe ich leider vergessen. Bitte sei mir nicht böse. Nutzen natürlich auch die neuen Mods, Hard Mods. Wie ist dein Name? Gabriel, okay. The Gabriel. Der Kitzel, wie gesagt, hatten wir letztes Mal schon Richtung Nuka World. Ja, ich frage mich, ob manche Mods jetzt vielleicht anders funktionieren. Ich habe ein bisschen an der Struktur umgewerkelt. Vielleicht mehr schlecht als recht. Ich hoffe nicht. Denn dadurch ist das Spiel jetzt teilweise ein bisschen buganfälliger geworden, hat man ja gesehen. Aber gut, das Problem, ich habe es zurückgeführt bei Maxwell's World. Das Hauptproblem war, ich konnte nicht mehr sterben. Ich war unverwundbar. Das ist nicht immersiv. Aber ich habe das Problem zurückverfolgt, dass es schon ab dem Zeitpunkt, ab dem ich in den Dark Park eingetreten bin, als die Pforten sich schlossen, der Bug dann gestartet hat. Das macht keinen Sinn. Also liegt es an der Mod. Und da habe ich einfach keine Lust, dass, wenn wir dann die Quest dann schaffen, würde wahrscheinlich bugfrei weitergehen. Nicht, dass das aber dann heißt, dass wir dann durchgehend dann nicht mehr sterben können. Was ja eigentlich gut ist, aber halt den Sinn verfehlt von dem eigentlichen Spielfall auch. Also, General Ward, wo bist du denn? Hier ist er doch. Komplett falsch gelaufen. Können wir das mal ein bisschen... Nee, Place Marker. Marker placen. Na, da hinten. Oh, und ich laber hier und laber. Deswegen sprinten wir jetzt dahin. General Ward wartet schon drauf und denkt sich, wir machen hier so ein Kaffeekränzchen. Cannot go that way. Ja, okay. Beruhigen Sie sich, Spiel. Okay. Ich habe verstanden. Ich und mein Abenteuersinn möchte irgendwelche Wege gehen, die nicht verfügbar sind. Aber wir haben es ja schon geschafft. Und jetzt da lang. Da bin ich gespannt. Ja, hallo. Bin ich gespannt, was uns dann... Jamol. Wieso kann ich da nicht... Da lang? Oh, es zeigt doch da lang. Warte mal.
Ist ja vielleicht ein Durchgang oder so. Muss unten rum. Ach, unten rum. Ja, wir sind richtig. Der Regen hört auf. Wo ist denn das Nestchen? Samuel. Kann das nicht so schwer sein? General Ward? Da. Da ist es doch. Und rein geht's. Seit der neuen CPU läuft das Ding viel flüssiger. Vor allem, ich habe jetzt die Möglichkeit, an der Grafik ein bisschen hochzuschrauben. Ich hoffe, nicht zum Nachteil der Aufnahme. Ich bezweifle es. General Ward, melde mich zum Dienst. Sir. You're here. Good. All things considered, this facility is in better shape than we expected. Corporal Fitzpatrick's performing some pre-flight checks. He says he'll have it done by tomorrow. Come back then. Dismissed. Okay. Morgen. Morgen kann ich mit dem Ding fliegen, oder wie? Will ich damit fliegen? Also, solange wir kein richtiges Ziel haben, in meinem Mind ist, dass wir kein richtiges Ziel haben und ich jetzt keinen Sinn sehe, jetzt damit irgendwo rumzufliegen, weil es erst morgen verfügbar. Dementsprechend würde ich sagen, Ready Baby. Dann haben wir nächstes Mal. Also nicht heute, nicht jetzt, denn wir gehen jetzt weiter in das nächste. Wir brauchen ein Ziel, verdammt nochmal. Cleared, 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 cleared. Gabriel Cabin. Wir brauchen ein Ziel. Wie sieht's denn aus? Es ist morgen. Listen to the Caravan Distress Call. Caravan Distress Call. Tut sich nichts. Wie weit? Wo ist denn das da? Show on Map. College Square. College Square. Ja, dann fast-traveln wir mal dahin. Und ich sag, nein. Wir fasten da nicht traveln. Denn ich würde sagen, wir gucken einfach, was uns auf den Weg entgegenkommt. Ich finde das viel spannender als fast-traveln. Denn wenn dann irgendwas Spannendes kommt, dann verpassen wir das nicht. Und falls nicht, dann sehen wir uns in College Square. Bis gleich. So, bin zurück. Meister, gib mir jetzt mal eine Aufgabe, sonst werde ich hier wahnsinnig. Erzähl mal was. Excuse me, Paladin Vance? Halen and Reese have plenty to do. See if you can lend them a hand. Okay. Hast du eine Aufgabe für mich? Exciting being new to the Commonwealth. There must be so much technology out there that our scribes haven't seen yet. Okay. Excuse me, Scribe Halen. Can't wait to see what you bring back. The location sounded very promising. Okay. Letzter Versuch. Wo hämmert der rum? Irgendwo hämmert der rum. Da. Komm, ich weiß, du bist skeptisch, aber ich brauche jetzt eine Aufgabe. I think I got everything. I think I got everything. Ach, ich muss nicht reden. We don't call a mission complete based on what you think. Come back when you know it's finished. Oh. Excuse me. About time you showed your face. I take it that area is clear. Affirmative. Looks like I got my surprise for the day. Here. The Commonwealth won't be running out of vermin anytime soon. Whenever you're ready for another op, you know where to find me. Yeah. Jetzt. I'm ready. Good answer. Details are on your map. Report back when the area is clear. Danke. Also. Gucken wir mal, was hat uns gegeben? Und hier was Spannendes. Cleaning. Clear out the wicked ship. Da haben wir doch gerade. Nun gut. Machen wir. Dann machen wir das kurz raus. Nichts gebracht. Search for the Recon. Ist auch am Arsch der Welt. Ich will irgendwas in der Nähe haben.
Und Hannibal recovered a scrap reflect capacitor from. Mhm. Das ist ihre Mission? Keine Ahnung, wo das sein soll. Aber gut, es steht ja auch da. Safety Ridge Camp. Diamond City wäre auch mal eine Möglichkeit hinzugehen. Diamond City. Diamond City ist sogar in der Nähe. Vielleicht schaffen wir das heute. Ich bin mir nicht sicher. Tame Penny Bluff. Dr. Nick. Dr. Nick ist ein Einwohner von Diamond City. Food, Food, Food. So eine kleine Quest für unsere Settlers. Never mind. Okay. Dann gehen wir wohl hier hin. Auf geht's. Was haben wir? Kollege. Erfolgreich absolviert. Haben wir hier noch zwei, drei Stellen, die unser Kompass uns noch verrät, die wir noch zu absolvieren haben. Das lassen wir natürlich nicht außen vor. Die Mülldeponie. Aber waren wir da nicht schon letztens? Shepard Brother Disposal. Be ready. Sniper, mach mal was für dein Geld. Muss ich keine Munition verschwenden? Ach, wie süß. Da werde ich ungern Munition verschwenden. Aber gut. Der macht das schon. Junge! Okay. Easy. Komm mal rein, die Bude. Ob wir hier irgendwas finden, was uns vom Wert sein könnte. Ich bezweifle es irgendwie. Deponien haben doch nie was Interessantes. Meiner Meinung nach. Sonst würden sie ja nicht Mülldeponie heißen. Aber wir haben hier so Strukturen, die aussehen, als würde hier jemand wohnen. Und natürlich auch Munition. Sehr gut. Munition ist immer gut. This place needs an enema. Ja. Ich habe dich akustisch zwar nicht richtig verstanden, aber ich gebe dir recht, mein Freund. Noch kurz hier neu. Dogmeat found something. Whoa. Okay. Hier ist also der harte Stoff. Und eine Kiste. Munition nehmen wir. Und los. Expert. Sollten wir hinkriegen. 30 Bobbypins haben wir noch. Ach, come on. Nice. Geht doch. Nice Dicer. Das nehmen wir. Caps right away. Nehmen wir mal, was soll der Geiz? Und dann gehen wir noch. No way I'm cracking this. Was? Zu hoch? Ach, come on, ey. Warten. Ja, ich komme ja. Ja, was denn? Was hast du gefunden? Hm? Ne, das habe ich doch schon. Ja gut, boah, nehmen wir mit. Okay. Mal kurz hier.
Den da. Mal kurz heilen. Dann können wir durchstarten. So, wir haben noch was. Wow, 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 wow. Legendary Motherfucker. Wait. We're good. Okay, unser nächstes Ziel. Hier unten haben wir so ein... Wow, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Da ist eine kleine Falle. Die werden wir natürlich entschärfen. Denn es gibt Kohle. So, wir haben da unten scheinbar noch irgendetwas. Schauen wir uns genauer an. Da unten auch. Mr. Handys? Okay, das gucken wir uns gleich an. Ich gehe mir kurz diese kleine Siedlung nochmal anschauen. Wir haben hier Duct Tape. Ich hoffe, ich war hier nicht schon. Irgendwie habe ich... Oder? Da geht's rein, aber da möchte ich jetzt nicht rein. Deswegen gehen wir jetzt weiter. Und zwar hier, diese kleine Siedlung. Wie nett! Eine Farm. Eine Farm voller, Mr. Handys. Scheinbar. Wer ist euer Anführer? Bring me some milk fruits for seeding, and there'll be chaps at your market. Off you go then. Welcome to Grey Garden, darling. This is the Commonwealth's first and only hydroponics facility, run entirely by robots. There's not even one person here? That's right, darling. We are entirely self-sufficient, with no need for human guidance. You see, there are two kinds of robots here. The worker drones carry out labor and maintenance. We supervisors, that is myself, green and brown, possess sophisticated cognition processors. We are capable of complex analysis and decision-making. A testament to the genius of our creator, Dr. Edward Gray. What became of Dr. Gray? What became of Dr. Gray? Like so many others, he died in the war. It was a terrible loss. Robotics and artificial intelligence were our creator's great passions, rivaled only by his love of television. Perhaps you've noticed that I possess a rather singular personality, as do the other supervisors. Well, it's definitely unique. Sort of hard to miss. I'll take that as a compliment, darling. After all, the last thing any woman wants to be is ordinary. A few other things you should know. Talk to Green if you need supplies. If it's caps you require, Brown might have a few or jobs. Jobs? There's one other thing. A question, really. Tell me, darling. What do you think of the water around here? The water? The water? Oh, it's ghastly. That's what it is. Simply ghastly. Pressure is down. Radiation is up. Why, it's practically toxic. Just think what it must be doing to my skin. This will never do. I don't mean to impose, darling, but perhaps you could lend us a hand. Yeah? What do you need me to do? Most of our water comes from the old Western plant, south of here. Such an eyesore. Be a dear and pay a visit, See what you can do. Maybe tidy up the place. It must be filthy. If you can get it working again, I'm sure I can come up with something for you. Okay, hört sich gut an. Quests sind immer gut. Wo ist Mr. Brown? Brown hat auch noch Aufgaben für uns. Brown. Caps for milk fruits. That's the way.
Okay, scheinbar nicht. Okay, südlich von hier. Troublewater. Ist es weit weg von uns? Wo sind wir? Da sind wir. Ja, ist ganz in der Nähe. Auf geht's. Das machen wir auf jeden Fall. Mir sind so Kleinteile noch umhängen, aber sonst nichts. Wir können, glaube ich, hier den Workshop hier nutzen. Das at the only activation for now. Was nicht zweimal. Bam. Gebiet für uns. Okay. Wir müssen jetzt da lang. Los geht's. Da unten wahrscheinlich. Sieht zumindest so aus. Wenn wir jetzt hingehen. Dann wird's hier ein bisschen dunkel. Aber wir sind ja vorbereitet. Munition. Bobbypins. Nur wegen den Bobbypins schaue ich mir die Koffer immer an. Bobbypins sind wichtig. Eine wichtige Ressource. Wichtiger als Kronkorken, finde ich. Gucken wir uns mal an, was wir hier so finden. Gucken wir mal. Feindbewegung. Voilà. Ist noch zu weit weg. Ist alles voller Wasser. Supermutant. Da habe ich noch eine Bewegung ausgemacht. Wenn wir da aufs Dach kommen von diesem Wasserding, können wir vielleicht von einer höheren Position angreifen. Einen Sniper haben wir, nur ich bin kein Sniper. Guckt man da irgendwie hoch? Ist halt gut durchzäunt. Jetzt eher gesagt, keine Lust auf einen Frontangriff. Vor allem, wenn es Supermutants sind. Irgendwie muss man da doch rauf. Ja, da bekommt man wahrscheinlich nur durch den normalen Zugang rein. Okay, dann wollen wir mal gucken. Supermutant einfach. Boah, der hat auch noch einen fucking Raketenwerfer. Oh fuck. Okay, habe ich mich wahrscheinlich ein bisschen übernommen. Boah, jetzt. Und dann auch noch im Dunkeln. Was habe ich mir dabei gedacht? Mal schön in Deckung gehen. Ja, müssen die Umgebung nutzen. Das auf jeden Fall.
Aber die haben halt eine echt super gute Deckung. Was ist der Raketenwerfer, Mensch? Superminuten, meine ich. Dann brauchst du doch nicht gleich beleidigen. Ein Skirmisher. Ja, als ob. Komm schon. Mama ihn. Jetzt sagt nichts mehr. Sehr gut. Luft müsste rein sein, dann los rein mit uns. Okay. Schön looten. Was haben wir denn hier? Nichts Gutes. Mit 3,8er Munition. Mal kurz safen. Das lief doch bestens. Ach, Munition. Love it. Pinguine? Nee. Krabben? Nein. Oh, Asset. Sehr schön. Diese Meatballs. Ich habe keine Ahnung, wo die ganzen... der ganze Loot verstreut ist. Wir laufen jetzt einfach mal hier so rum ein bisschen. Noch mehr Assets, sehr gut. Einmal Munition. Gut, man kann halt die Dunkelheit auch zum Vorteil nutzen. Zumindest gehe ich davon aus, dass auch wir quasi einen Vorteil nutzen, wenn wir im Dunkeln agieren. Wäre schade, wenn nicht. Aber auch der Feind kann das im Dunkeln... Hast du was geschossen? Dunkeln nicht so gut sehen. Schon mal das Licht ausmachen. Ghost, geh mal weg da. Da musst du dich... Missiles. Brauchen wir Öl? Nee. Öl haben wir nicht in der Liste drin. Hier ist noch was. Hab fast vergessen. Gut. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier rein. Mehr Assets, sehr gut. Kurz durchladen. Munition ist auch ausreichend. Okay. Kurz safen. Okay, und los geht's. Okay. Noch ist hier ruhig. Ich würde ab Entdeckung bleiben. Soll unsere Tarnung nicht auflösen? Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet. Memo. To all employees. As a reminder, members of the local and national media will be touring the facility on Tuesday 10/26, as part of the Western Wellness Press Initiative. Employees are expected to be polite, courteous, and discreet at all times. All questions, especially those pertaining to the reticular, are to discreet to the nearest Western Public Relations Officer. Cartons and Western water will be distributed in Christian Universities. Okay, Verschwiegenheitserklärung quasi. Aha. Supplies. Western Wellness Stationery. Irgendwas wurde jetzt
eingetragen. Das ist gut. Was haben wir hier? Ein Folder. Mehr nicht. Okay. Sonst ist ja nichts mehr, glaube ich. Telefon brauchen wir nicht, ist nicht wichtig. Okay, dann weiter. Irgendwas ist hier auf jeden Fall noch. Ist mir viel zu ruhig hier. Warum sollten die draußen stationär rumgammeln und diese Facility nicht berühren oder nicht nutzen? Das macht keinen Sinn. Wir werden bestimmt gleich auf Gegenwehr treffen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Okay, Advanced. Sollte keine Schwierigkeit für uns darstellen. That's it. Wow. Hausmeister. Oh, Räumchen. Okay. Und hoch mit uns. Okay, scheinbar geht's nur ein Stockwerk hoch. Auf die Dachterrasse. Stimmt. Aber es geht wahrscheinlich auch runter, weil wir haben ja vorhin da einen Aufzug gesehen. Den nutzen wir auch gleich in Safe. Munition ist gut. Immer alles schön looten. So, Munition. Munition nehmen wir immer. Brauchen wir nicht einen Staff Boy? Ach. Brauchen wir nicht. Kann ich eh nicht so gut verkaufen. Bin noch zu schlecht, was Verkaufstalent angeht. Memo, was ist denn as a reminder? Ja, genau, das haben wir vorhin gelesen. Spotlight Control. Okay. Gut, dann gehen wir nochmal runter und dann benutzen wir meinen Aufzug. Vielleicht geht es dann stark tiefer. Geht's tiefer in die Facility rein. Hoffe ich auch zumindest. Okay. Going down. Down, okay. Feind in Sicht. Voilà. Es könnte sein, dass wir hier alleine sind. Sonst hätte hier wahrscheinlich der Wachroboter seine Feinde. Manager. Okay, Aberration Bear. The second quarter saw Records losers in our Massachusetts Regional Division. Operating costs and a difficult regular environment have led to some of the worst business conditions. Sind used in a regional tradition. Ja, fliegt es einfach ganz schnell, weil ich glaube, so interessant ist das gar nicht. Und wer ist wieder vom Janitor? Also vom Hausmeister. Kannst du mal laut sagen. Munition. War wohl nicht so brav, der Kerle. Ach, hätte man gar nicht aufschließen müssen. Ha. Gut. Haben wir aber trotzdem. Nehmen hier noch. Bis jetzt ist noch nichts hier. Oh. Na, ja, war unvorsichtig, gebe ich zu. Also irgendwas muss mich doch hier noch umhauen.
Expert. Aber muss schon sagen, viele Saves. Got it. Ist gut. Viele Munition. Picket Fans. Bingo. You collect an issue of Picket Fans. You are now able to build Pigeon Furniture of Cinema. Okay. Nicht so interessant. Ich will eh nichts bauen. Facility. Aha, haben wir schon. Finishing waterproofing upgrades to the turret defense system. Initiate test teams promising. The sensor should shut them down if the place gets flooded out again. We'll just be grateful if they don't short out every other week. Well, they work. Amy's was cleaning the sedimentation tank and forgot to close the intake valve again. Big Gusher, turret 4, snapped shut before it took any damage, then popped back out as soon as they got the valve closed. Good as new. Too bad about Amy's though. Routine maintenance on the fluid control pumps. Not that they need it. Central may have skimped on everything else, but those things will last forever. Saul throwing some kind of press junket on Thursday. All staff will be working overtime Monday to tidy up. Told them I needed the day to reprogram the turret system, so it didn't shoot the guests. Macht Sinn. 10 minutes on that, and I can spend the rest of the day doing something more productive. Red Menace. Red Menace war doch... Ist nicht Red Menace, sagt mir was. Red Menace. Das ist nicht eine Bar? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall liegt hier Öl rum. Gut, dass wir nicht Nahkämpfer sind. Wird man schnell das Licht ausgemacht. Das ist eine Function. Das ist wahrscheinlich außen rum. Aber hier ist nichts. Hier kann nichts sein. Hier ist Ruhe. Hier können wir einfach rein. Das ist voller Wasser. Wahrscheinlich hier. Das Wasser entleeren, ja. Mal Lurke. Ernsthaft. Oh Mann. I hate them so much. Meine Lücke. Nächstes Mal. Das wird nicht so einfach sein. Noch ein Meine Lücke. Oh Mann. Ab zu Ortmord. Wir haben es zwar nicht mit Clowns und irgendwelchen Darkparks zu tun. Und verrückten Darkpark-Besitzern. Aber mit Supernutanten und Meine Lücke. Kleiner Trost. Wir werden viele Quests machen. Eine haben wir jetzt gerade, sind wir gerade dabei. Wasser für die Mr. Handys. Ist ja komisch, irgendwas ist da suspekt. Aber wir werden es erst beim nächsten Mal erfahren. Und hoffe ich, dann geht's im Ödland weiter. Und vielleicht irgendwann mal kehren wir zurück zu Maxwell's World. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Ender Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.